Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal wieder was aus dem Dutch Oven. Wir machen heute gefüllte Paprika und das ist so ein bisschen unser Familienrezept. Also das ist wahrscheinlich nicht so, wie ihr es bei den anderen kennt. Das ist unsere Variante, aber ich sage euch, nicht unbedingt schlechter als die anderen. Also sauleckere Geschichte und die wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Einfach gemacht und schnell gemacht. Und was wir dazu brauchen, das zeige ich euch vielleicht jetzt. Und hier sind keine Zutaten. Und das Ganze liegt daran, dass ich es nämlich verzockt habe, beim wirklichen Aufnehmen auf Aufnahme zu drücken. Und das Ganze ist im Nirvana verschwunden. Deswegen jetzt so, ich habe noch eine Aufnahme von den Inhalten, die zeige ich euch gleich. Da seht ihr alles schon mal im Groben. Den Rest seht ihr, wenn wir es zubereiten. Also seid gespannt, bleibt dran. Jetzt kommen die Zutaten im Kurzwirbel. Und hier, wie versprochen, unsere Zutaten. Wir brauchen natürlich Paprika, Hackfleisch, Zwiebeln und so weiter, aber das seht ihr natürlich alles wieder, wenn wir sie verarbeiten. Und hier seht ihr schon mal, wir haben die Zwiebeln schon mal klein geschnitten und wir bereiten den Dutch Oven jetzt noch vor. Dafür haben wir uns den Grill auf direkte Hitze eingerichtet, in der Mitte die Kohlekörbe und da stellen wir uns erstmal den Topf drauf und der darf jetzt erstmal heiß werden. So, unser Dutch dürfte jetzt langsam warm werden. Jetzt geben wir schon mal ein bisschen Butter hier rein und lassen ihn uns erstmal ein bisschen schmelzen. So, unsere Butter ist jetzt schön geschmolzen. Jetzt geben wir unsere Zwiebeln hier mit rein und schmoren die uns jetzt erstmal ein bisschen mit an. Dürfen auch ruhig ein bisschen Röstaromen kriegen. Alles gut. Und während die jetzt ein bisschen vor sich hinschmoren, kümmern wir uns schon mal ein bisschen ums Hackfleisch. So, für unser Hackfleisch brauchen wir noch unseren Knoblauch. Den hacke ich jetzt erstmal fein runter und dann treffen wir uns wieder. Der Knoblauch ist fein runtergehackt. Der kommt jetzt schon mal zum Hackfleisch. So, währenddem unser Knoblauch geschnitten wurde, haben unsere Zwiebeln jetzt hier ein bisschen Röstaromen gekriegt, sind schön weich geworden. Jetzt holen wir hier davon, ja, so gut die Hälfte, ein bisschen mehr wie die Hälfte wieder raus und der Rest bleibt erstmal drin. So viel haben wir uns jetzt rausgeholt, der Rest bleibt jetzt drin und da geht es jetzt erstmal stick mit der Soße weiter. Hier kommt jetzt erstmal ein guter Schwung von unserem Tomatenmark rein. Also 4-5 Esslöffel sind das locker. Das rösten wir uns jetzt kurz mit an. Dann kommt unsere Gemüsebrühe dazu. Jetzt verrühren wir das Ganze nochmal gut. Und dann kommen direkt schon unsere gestückelten Tomaten dazu. Das soll jetzt ein bisschen vor sich hin köcheln, ein bisschen noch einköcheln. Nachher geben wir nochmal ein bisschen Gemüsebrühe darüber. Aber das soll jetzt erstmal einen Augenblick köcheln und wir kümmern uns weiter um unser Hackfleisch. Zu unserem Hackfleisch haben wir ja jetzt schon den Knoblauch drin. Jetzt geben wir schon mal ein paar Gewürze dazu. Wie gesagt, Mengenangaben kriegt ihr natürlich wieder unten in der Infobox. Hier kommt jetzt ein guter Schuss an rosenscharfen Paprika ran. Nicht rosenscharf, edelsüß. Wenn ihr es natürlich scharf haben wollt, dürft ihr natürlich auch rosenscharf nehmen. Aber das Ganze soll schon so ein bisschen schon am Hackfleisch einen Paprikageschmack haben. Jetzt kommt Pfeffer dazu. Pfeffer und Salz ist immer so eine Geschichte, da muss jeder für sich wissen, wie viel er will. Der eine mag mehr, der andere weniger. Hackfleisch kann auf jeden Fall von Gewürzen her immer gut was ab. Jetzt Salz. Dann geben wir ein bisschen Muskat dazu. Und ein bisschen Kümmel. Seid vorsichtig mit dem Kümmel, da nicht zu viel, auch vom Muskat nicht zu viel. Müsst ihr euch ein bisschen rantasten. Dann geben wir schon mal unseren Reis mit rein. Den haben wir vorgekocht. Dann unsere Zwiebeln, die sind mittlerweile schon ein bisschen abgekühlt. Also nicht direkt aus der Pfanne oder aus dem Topf hier reingeben, das ist nicht so geil, sondern schon ein bisschen abkühlen lassen das Ganze. Und das Letzte, was dann noch fehlt, ist unser Ei. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch vermengen. So, unser Hackfleisch haben wir gut vermischt. Das stellen wir nochmal beiseite und bereiten uns jetzt die Paprikas vor. So, unsere Paprikas wollen wir ja füllen. Dafür müssen wir aber jetzt erstmal den Kopf abnehmen. Und jetzt gehen wir hin und nehmen uns hier innen drin das Kerngehäuse raus und versuchen am besten die Paprika dabei nicht zu zerstören.
Einmal ein bisschen drehen, rausziehen. Und jetzt müsst ihr gucken, dass ihr ein bisschen die Kerne und so das noch rauskriegt hier. Und somit ist die erste Paprika schon vorbereitet. Das hier schneiden wir uns gleich klein, das kommt noch mit in die Soße rein. Und das hier stellen wir uns erstmal zur Seite und machen die anderen. So, unsere Paprika ist entkernt. Also wir haben das Kerngehäuse rausgeholt. Wir haben die Deckel klein geschnitten. Jetzt müssen wir die noch füllen und das noch in die Soße tun. Wir geben jetzt erstmal ein bisschen Brühe und das hier in die Soße und bauen den Grill um auf indirekte Hitze. Da hole ich euch aber jetzt bei. So, unsere Tomatenmischung hier ist jetzt schon schön eingeköchelt. Jetzt geben wir hier nochmal ungefähr einen Liter Gemüsebrühe drauf. Upa, alles bitte in den Topf. Jetzt verrühren wir das Ganze nochmal gut. Wir haben den Dutch Oven jetzt indirekt stehen. Wir haben links und rechts jetzt die Kohlekörbe stehen. Wir wollen jetzt nicht mehr direkte Hitze. Wir wollen jetzt, dass das gleich schön vor sich hin köcheln kann. Jetzt tun wir hier die Paprika noch rein. Das darf jetzt schon mal anfangen vor sich hin zu köcheln und wir kümmern uns um die Paprika. So, wir gehen jetzt hin und nehmen uns hier unsere Hackfleischmasse und füllen unsere Paprikas. Die Hackfleischmasse wird wahrscheinlich zu viel sein hier für die Paprikas. Entweder könnt ihr dann mehr Paprikas machen, was ich immer ganz gerne mache. Die Kids mögen das nicht immer, wenn ihr aus der Paprika selber esst. Dann mache ich immer noch ein paar Hackbällchen, die kommen einfach so mit rein. Und dann ist es auch okay. Also, einfach ein bisschen mehr Hackfleisch machen. Dann seid ihr sicher mit der Füllung. Und ihr könnt einfach noch ein paar Hackbällchen so machen. Erste fertig und jetzt machen wir die anderen. So, unsere Paprikas sind gefüllt. Unsere Hackbällchen sind auch fertig. Das wandert jetzt erstmal in den Topf. Da treffen wir uns jetzt wieder. Was wir jetzt aber zuerst an der Soße nochmal machen ist, wir rühren jetzt nochmal gut um. Und schmecken sie jetzt auch gerade schon mal ein bisschen ab. So eine Grundwürze. Wir versuchen uns von den Gewürzen an dem zu halten, was auch in den Hackbällchen selber drin ist. Dann probieren wir mal ein bisschen davon. Was wir schon mal machen können, ist eine Prise Zucker dran. Ich mag das, wenn das so einen ganz leichten Tick süß ist. Dann geben wir hier schon mal ein bisschen Pfeffer dran. Salz. Noch ein bisschen Paprikapulver. Und ein bisschen Kümmel. Aber nur ein bisschen. Das verrühren wir jetzt nochmal gut und dann kommen jetzt unsere Paprikas rein. So, und jetzt kommt der tricky Part. Wir müssen versuchen, unsere Paprikas so hinzustellen, dass sie nicht einfach umfallen. Das nämlich immer so ein bisschen. Versuchen, aneinander vielleicht anzulehnen. Und sich dabei nicht die Finger zu verbrennen. So, die Paprikas haben wir drin. Jetzt kommen noch unsere Hackbällchen rein. Jetzt kommt der Deckel drauf. Dann machen wir auch den großen Deckel zu. Und jetzt wollen wir so zwischen 150 und 200 Grad. Einfach so, dass das im Topf schön vor sich hin köcheln kann. Und in 40 Minuten schauen wir rein. Dann müsste alles schön weich sein und dann müsste fertig sein. Also sehen wir uns gleich wieder. So, 40 Minuten sind jetzt rum. Das Ganze hat jetzt 40 Minuten vor sich hingeköchelt. Jetzt müssen wir natürlich auch mal reingucken und ob wir das Ganze auch noch ein bisschen abbinden müssen und ein bisschen nachwürzen müssen. Schauen wir mal rein. Machen wir mal auf. So, dann schauen wir mal in den Topf. Dann machen wir mal den Deckel ab. Oh, und es blubbert, es blubbert. Und da sind unsere Paprikas. Jetzt dürft ihr sie auch scharf sehen. Ich würde sagen, das Ganze ist gut. Jetzt müssen wir es runterholen und dann müssen wir es noch probieren. Also sehen wir uns gleich wieder. Ha, das wird lecker. So, hier ist unser Essen. Es ist fertig. Die gefüllten Paprikas sind fertig. Ich habe euch leider unterschlagen, dass ich das Ganze nochmal abgeschmeckt habe und mich dazu entschieden habe, es nicht mit Stärke nochmal abzubinden. Also die Soße ist für mich okay so. Die bleibt so. Die Soße ist auch vom Geschmack her super. Also nichts mehr nachwürzen. Kein Salz, kein Pfeffer. Alles andere ist super, genauso wie es ist. Ich schreibe euch natürlich alles unten in die Infobox. Jetzt müssen wir natürlich aber auch noch ein bisschen was von unseren Paprikas und unserem Hackfleisch probieren. Und dazu opfere ich mich jetzt natürlich wieder nur für euch. Nur für euch. Und ich mache mir hier mal so ein Stück ab. Ja. Bisschen mit Soße.
Wir essen dazu jetzt gleich noch Nudeln. Ihr könnt natürlich auch Reis und Kartoffeln und alles, was ihr wollt, dazu essen. Und jetzt einmal rinnen die Birne. Ich liebe das. Mega leckere Geschichte. Macht das unbedingt mal nach. Ist echt lecker. Ist mal was anderes. Ist gar nicht so schwer zu machen. Auf jeden Fall das Rezept kann man empfehlen. Wenn ihr das mal nachgemacht habt, schreibt es unten in die Kommentare. Sagt mir mal, wie ihr das macht. Vielleicht habt ihr ein anderes Rezept. Würde mich freuen. Auf jeden Fall jeder Kommentar freut mich. Auch wenn es mal positive Kritik ist. Nehme ich gerne an. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann verpasst ihr solche Sachen nicht mehr. Mich bringt es ein bisschen weiter in dem Google-Algorithmus. Also, wenn ihr was für mich kostenlos tun wollt, lasst ein Abo da. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rezept, euer Max von Barbecue Culture. Und tschüss.